Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter Teil, Horoskop, Sextil zwischen Venus und Pluto. Eine kleine Information noch und dann gehen wir sozusagen in den 100% Bereich der Wandergruppen. Und zwar, wir haben ja hier unsere Volksgenossen, Staatsratsvorsitzenden und unsere Elite, also sozusagen Herrscher von 10 in 11. Und das 11. Haus, wer ist das 11. Haus? Ja, das steht für Parteien, für Bünde und so weiter, also Gruppierungen, Klüngel. Aber es steht natürlich auch für Wahlen, gar keine Frage. Wahltag ist Zahltag und der Herrscher des 11. Hauses, Merkurspitze 11 in der Jungfrau, ist der Merkur. Und der Merkur ist auch dummerweise, der Zufall will es so, der Herrscher des 8. Hauses, wo dann auch der nördliche Mondknoten auffallend erhellend, auffallend sozusagen aufklärend steht. Also sehr spannende Information, weil wenn ich sehe, dass der Herrscher von 11 in 12 steht, weiß ich, dass wir es natürlich nur mit der Wahrheit zu tun haben, genauso wie auch hier im Horoskop die Venus als Herrscherin von 12 in 1 steht, was auch dafür steht, dass es jetzt sehr, sehr ehrlich und anständig und fair zugeht, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass die Wahlen, naja, Wahlen, ist vielleicht der falsche Begriff, sagen wir so, man hat sich mittlerweile schon auf die Begrifflichkeit der Schätzung geeignet. Also, dass die Schätzungen von vorigen Sonntag, dass die ganz originelle Resultate zutage gebracht haben, teilweise Beteiligungen von über 100% bei einer Wahlbeteiligung von unter 30%. Also ganz, ganz interessante Variante der Mathematik, neuartige Auslegungsmethoden. Also großartig und wir alle wissen, 12. Haus hängt ausschließlich mit der Wahrheit zusammen, vielleicht auch mit der Erleuchtung, denn die Erleuchtung führt uns natürlich auch in das 8. Haus und das 8. Haus hat doch einige Geheimnisse aufzuwarten, da will man nicht so ganz genau haben, dass man da nicht genau hinschaut, aber interessanterweise 8. Haus Aszendent Skorpion auf Zwillinge gerade, tut leid Freunde, hier haben wir auch Zwillinge und 8. Haus, hier Skorpion und Zwillinge gerade, also es schaut so danach aus, als würde jetzt die Wahrheit Pluto im 3. Haus doch herauskommen und das ist gut so und wir haben natürlich einen hochaktuelles Thema, Fragethema gefunden, was mit, ja, so indirekt damit zusammenhängt. 1470 haben sich dafür interessiert, besser als nichts, bitte, ich bin dankbar über jedes Resultat über 1000. Ihr wisst ja, das ist wie bei den Schätzungen, früher auch Wahlen genannt, da gibt es nur Gewinner. Es gibt bei jeder, also nach jeder Wahlschätzung, gibt es ausschließlich nur Gewinner. Und die Frage hat gelautet, etliche Fachgebiete überschreitende Aussagen der heutigen Wissenschaft lassen verwundert aufhorchen. Hat die Wissenschaft damit ihre Glaubwürdigkeit verloren? Welche Glaubwürdigkeit? Beziehungsweise ist sie zum Sprachrohr politischer Opportunität verkommen? Huh, welch boshafte Formulierung. Mein Gott, die Wissenschaft ist doch, ich meine, das ist unglaublich. Also 1% meint, einige Aussagen verwundern tatsächlich, aber verallgemeinern. 2%, die Wissenschaft hat sich öfters geirrt, nicht so streng sein. Ja, okay, wir sind ja nicht streng, es ist ja hier nur eine ganz normale Abstimmung. Und immerhin 0% ist der Ansicht, die Wissenschaft hat immer recht, wir müssen das akzeptieren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, auch ich gehöre nicht zu diesen 0%. Aber mit 82% haben wir ein eindeutiges, lupenreines Resultat. Hier läuft Mass Mind Control unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Ich würde sagen, das, ja, das war es eigentlich. Ja. 15%, ich bin definitiv verwundert über die offensichtliche Verdummung. Ja, da wundere ich mich auch immer wieder. Aber was soll's? Wie gesagt, Entschuldigung, einmal bitte um Vergebung. Ich kann es nicht lassen. Ja, ich kann es nicht lassen. Es ist einfach verantwortungsvolle Wissenschaft, muss uns darauf aufmerksam machen, dass die Preise weltweit steigen. Und hier haben wir es einfach mit wissenschaftlichen Fakten zu tun. Und auch diesen Satz müssen wir uns jeden Tag bei Minusgraden auf der Zunge zergehen lassen, sofern diese nicht eingefroren ist. Hier sozusagen die Wissenschaft stellt fest, letzten Endes wird uns die Hitze umbringen. Und sie meint es nicht im Zusammenhang mit Krematorialkremierungen. Also ganz spannende Aussagen, die hier aus dem Bereich der Wissenschaft kommen. Dass das Vertrauen in die Wissenschaft deshalb verloren geht, also da sehe ich hier überhaupt keine Gefahr.
Hey, Pippi Langstrumpf, was auch immer. Wissenschaft ist halt die Wissenschaft. Die schaffen halt Wissen, da ist so viel Wissen, was da geschaffen wird, das schaffen wir bald nicht mehr, das alles zu wissen. Wir wissen allerdings, dass wir hier wieder wunderbare Wandergruppen haben. Und zwar, ja, heute sind es wirklich einige. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, und morgen werden es dann richtig viele, die habe ich den Überblick verloren. Zunächst einmal haben wir um 10 Uhr den Christian, der in Tenneck, in 54, 51 Tenneck zur Wanderung aufruft, und zwar Treffpunkt am Parkplatz gegenüber dem Gasthaus zum Eisenwerk, Erkennungsmerkmal, schwarze Kappe und schwarzer Rucksack und strahlendes Lächeln auf den Lippen. Die Rena Kaisu hat ebenfalls für morgen Samstag um 14 Uhr zur Wanderung aufgerufen. Darmstadt, und zwar Treffpunkt Burg Frankenstein. Frankenstein am Parkplatz. Sie hat geschrieben ausdrücklich, es wäre nicht gefährlich. Also der Name hat mit den gleichnamigen genetischen Effekten nichts zu tun. Hoffen wir, dass es so ist. Ja, auch wir haben morgen eine wundervolle Begegnung. Hoffentlich, ich hoffe, Gieshübel 13 Uhr, ganz hinten am Ende. Man braucht nur Gieshübel ganz rauffahren, ganz, ganz rauf, bis es nicht mehr weitergeht. Das ist eine Sackgasse. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig, tut mir leid, und es gibt aber rundherum immer wieder auch ein paar Parkplätzchen, mal schauen. Wir werden vermutlich allerdings auch nicht die einzigen sein, aber wie gesagt, Samstag ist immer ein Einkaufstag, schauen wir mal. Vielleicht schön wird es auf jeden Fall, hinten bei der Schafhütte treffen wir uns. Oh, also das ist das Zentrum, das Begegnungszentrum für die Volksgenossen, die Schafhütte. Ja, nur wir sind die Erwachten, wir sind nicht die Schafe. Und spannend, ja, wie gesagt, ich habe den Jaro eingeladen. Er hat gesagt, ich soll es nicht ankündigen, ich habe es auch nicht angekündigt, weil er hat gesagt, er kann es nicht versprechen, und das habe ich auch respektiert. Ich habe nur gesagt, könnte sein, muss nicht sein. Verzeihung. So, jetzt gehen wir es an. Fünfmal Sonntag, und zwar die Marion hat geklärt, natürlich ist es der Sonntag um 14 Uhr, in 37276 Hitzelrode Treffpunkt Wanderparkplatz in der Ortsmitte. Dann die Brigitte aus Bayern hat ebenfalls für Sonntag 14 Uhr in Mindelheim zum Parkplatz Penny gerufen in der Berliner Straße 1. Erkennungsmerkmal, kleines silbernes Auto. Stichwort klein, aber oho, ich bin auch nicht groß. Mein Gott, und Größe hat mit Organisieren, glaube ich, wenig zu tun. Der Stevie Wonder weiß jetzt seinen Treffpunkt, ganz spannend, um 14 Uhr am Sonntag, Schwandorf-Weiden, und zwar bei der Autobahn A6, Abfahrt 71 oder Ausfahrt 71 auf dem Pendlerparkplatz, und jetzt wird es interessant, beim Schild Rettungstreffpunkt SAD 2056 findet bei jedem Wetter statt. Gute Einstellung, so gehört's, und ich glaube, Sonntag sollte das Wetter noch passen. Die Sabine aus Linz-Urfahr, ebenfalls Sonntag 14 Uhr, Treffpunkt Biller in St. Magdalena. Und zuletzt die Elisa Schwarz. Am Sonntag um 15 Uhr in Oberrohr bei Hartberg, Treffpunkt vor der Kapelle. 14, 15 Uhr, 15 Uhr ist schon, wie sagt man, nach dem Mittagessen, nach dem sonntäglichen Festbraten, panierte Karotten, gibt es dann den Verdauungsspaziergang, ist immer, glaube ich, ein recht angenehmes Treffen. Sonntag vormittags, glaube ich, ist vielleicht nicht ganz so gut, weil eben das Mittagessen doch ein stark limitierender Faktor ist. Ansonsten habe ich ja eigentlich alles gesagt. Wir haben jetzt schon 9 Minuten und hier noch einige Abschiedsimpressionen aus einem meiner zahlreichen verwackelten Hintergrundvideos. Mein Gott, was soll's. Und weiter zum sechsten, vielleicht auch besten Teil. Ende.